Zwei kleine Elfchen fahren heute Motorrad. 7 Tage 7 steht der Werk und dann noch sowas. Duschen jeden Tag, muss man nicht. Kennzeichen haben, muss man nicht. Schlafen in einem Bett, muss man nicht. Reichweite haben, das schon. Sie haben kein Geld zum Leben, doch können super kleben. Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, München, das müsst ihr erleben. Nürnberg, Dortmund und auch Köln, schickt, was ihr nicht guckt. 2 Idioten muss man mögen, weil es was sich juckt. Guten Morgen, Leute. Der nächste Tag bricht an und damit willkommen zurück zu einem neuen, wundervollen Video auf diesem Kanal. Wir sind an Tag 4 unserer geisteskranken Reise quer durch Deutschland in 7 Tagen über 2500 Kilometer in die 7 größten Städte und das Ganze so günstig wie möglich. Wir sind gerade aufgewacht. Tag 3? Ja, aber in Folge 4. Hallo. Hallo Steve. Wir gucken jetzt erstmal, was hier so abgeht. Ich bin jetzt gerade erst selber frisch aufgewacht. Und dann müssen wir mal gucken, was der Tag mit sich bringt. Wir haben heute große Pläne, viel vor, viel zu sehen. Und das Wetter spielt gar nicht mit. Das Wetter kann heute richtig krachen. Der Arzt ist schon wach und er sagt so, jo, wenn ihr ein paar Toast haben wollt, könnt ihr auch Toast essen. Ja, das heißt, ihr könnt jetzt auf jeden Fall Toast essen. Wir haben einfach Toast bekommen von dem Arzt. Guck mal, 6 Stück, Bruder. Man wertschätzt das Essen so viel mehr. Das ist so heftig. Unser Plan für heute ist, wir wollen nach Düsseldorf. Ich habe gestern in meiner Story gepostet, dass wir uns an einem Standort treffen können mit Zuschauern, wenn die wollen. Wir gucken mal, ob da welche hinkommen. Wir wissen es noch nicht. Wir brauchen von hier aus nach Düsseldorf so circa 1,5 Stunden. Problem ist, um 13 Uhr soll es krachen. Um 13 Uhr soll es richtig schütten. Wir werden auf jeden Fall einfach losfahren. Und wenn es anfängt zu schütten, dann werden wir irgendwo anhalten und eine Pause machen. Ich packe jetzt die Rucksäcke gleich. Schon so, dass die Mülltüte im Prinzip, wir machen eine Mülltüte rein. Wir haben ja 4 Mülltüten haben wir dabei. 3 davon nutzen wir, 1 für Dreckwäsche, 2 für die Rucksäcke. In die Mülltüte kommen dann die Sachen rein direkt, dass wenn es regnet oder so, die Rucksäcke abgesichert sind, dass halt nichts kaputt geht oder komplett nass wird oder was weiß ich. Und dann gucken wir mal weiter. Plan für heute ist eigentlich Dortmund, Düsseldorf, Köln bis nach Frankfurt am Main runter. Und heute Abend im besten Fall in Frankfurt am Main ankommen und hoffentlich einen Schlafplatz finden. Ob der so aufgeht? Ich weiß es selber nicht. Wir essen jetzt erstmal auf. Wir sehen uns dann jetzt gleich wieder, wenn ich die Rucksäcke wahrscheinlich packe. Oder wenn wir schon draußen sind und wieder losfahren. Bis gleich. Wir haben asozial viel Glück. Es regnet aus Kannen. Richtig aus Kannen. Aber wir bringen jetzt erstmal Pfandflaschen weg und fahren 1 Minute entfernt von dir. Warte, ich hole noch meinen Motorradschlüssel raus. Wir machen jetzt wirklich einen Sprint zu den Motorrädern und fahren zum Penny, oder? Ja. Sei mir eine Ehre, Kevin. Oh, es kracht. Ach du Scheiße. Wie kann das denn sein? Wir haben die Rucksäcke jetzt gerade schon so eingepackt in Mülltüten. Telefon angeschlossen. In Mülltüten, dass die Rucksäcke nicht nass werden. Wir werden halt klitschnass, aber das ist scheißegal. Guck mal, die da oben, Alter. Sind die verrückt? Alter, wie arm. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Es war mir eine Ehre, Kevin. Einen schönen sonnigen Tag. Ja. Bis dann. Tschüss. Danke. Danke. Ach du Scheiße, das ist richtiger Brachialregen. So, ganze Hose nass. Ja. Ach du Scheiße. Oh, das ist ja richtiger Regen. Boah. Tschüss. Tschüss. Alter. Oh, hier gibt es nicht mal ein Dach für die Bikes auf. Ja, das ist scheißegal. Die Bikes sind sowieso klitschnass, Bruder. Ob die jetzt noch ein bisschen nasser werden, Digga, ist auch egal. Weißt du, was ich meine? Noch nasser geht ja nicht. So, ab rein da. Ach du Scheiße. Junge, was ist das denn für eine Kacke? Was ein Scheißwetter. Es ist, ach Mann. Na, lass mal eine Flasche wegbringen. Let's go. Der ganze Regen ist zwar scheiße und vor allem, wie er uns verfolgt, aber wisst ihr, was nicht scheiße ist? Wie meine GoPro bei jeglicher Wetterlage an meinem Helm hält. Und das ist nur möglich durch meinen Partner Chinmount. Und zwar diese sauberen Halterungen hier. Auf der Website von Chinmount könnt ihr fast für jegliche Art von Helm mittlerweile einfach euren Helm eintragen und dann so einen Chinmount bestellen, was vorne einfach nur an den Helm geklebt wird und jegliche Wetterlage aushält. Egal ob es 30 Grad sind, ob es 20 Grad sind, ob es minus 5 Grad sind, ob es nass ist. Jede Wetterlage ist mit diesem Ding sicher und vor allem hält das wirklich alles aus. Ihr seht, ich halte es nur gerade den ganzen Helm daran fest. Das ist
unglaublich, wie fest das hält. Und nicht nur das, denn mittlerweile macht Shimmermount auch höher qualitativere GoPro-Equipment Sachen, mit denen man einfach ganz easy seine Kamera sicherer am Helm befestigen kann, damit zum Beispiel das Plastik, was GoPro herstellt, nicht einfach wegbricht oder sonstiges. Oder auch Halterungen, um andere Kameras an den GoPro-Halterungen festzumachen. Falls ihr eine Halterung für euren Helm sucht oder Equipment braucht für eure GoPro oder Kameras, dann bestellt es gerne bei Shimmermount. Unvergesslich mit Code MOTOPAIR könnt ihr da 10% sparen, bedeutet ein kleiner Rabatt ist mit drin. Danke auch an Shimmermount für das Möglichmachen solcher Trips. Und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Nein, Ausgang steht da, großer. Oh, kann ich lesen, sorry. Was ist denn das? Wir können nicht losfahren. Nee, so, wir müssen abwarten, das ist zu doller Platzregen. Ich bin jetzt schon echt nass. Ja, hier, guck doch mal. Ja, wir sind jetzt schon sehr nass. Ach du Scheiße. Ja. Unser erstes Geld. Hey, Earnings. Unser erstes einfaches Geld. 50 Cent. Woo. Nimm. Fast 2 Euro, wa? Mehr habe ich nicht. Was, die letzte? Ja, 1,50. 1,75. Warte, ich... Oh, ich wollte drücken. Woo. Geil. Ja, wir warten erstmal ab und gucken mal, wann der Regen aufhört. Wie spät ist es? Sag mal Uhrzeit. 11.17 Uhr. 11.17 Uhr ist es, mal gucken. Wir sitzen jetzt hier und müssen halt den Regen komplett abwarten. Dings, wir rufen gleich erstmal Nifox an. Das ist ein Atze, den wir aus Frankfurt kennen. Und gucken mal, ob wir da schlafen können heute. Tim aus Frankfurt. Wir haben den Kontakt, den habe ich auf Instagram kennengelernt, mal, weil wir sowieso nach Frankfurt wollten, wegen einem Tuning-Treffen. Servus. Hallo, Tim. Was geht? Wie ist das Wetter in Frankfurt? Hier ist gut, Sonnenschein. Ja, ach, Scheiße. Wir haben nur Unglück, wirklich, nur Unglück. Hör mal zu, wir würden, wenn der Regen aufgehört hat, das ist so 13 Uhr circa, würden wir nach Düsseldorf düsen, würden da dann ganz kurz mit ein paar Leuten chillen und würden dann nach Frankfurt kommen. So wie wir uns kennen jetzt von den letzten Tagen, wären wir so zwischen 20 und 22 Uhr in Frankfurt. Ja. Weil wir über mehrere Städte fahren, haben wir einen Puffertag übrig. Und das heißt, wir würden morgen komplett in Frankfurt bleiben, ganz gerne, wenn wir das dürfen. Das könnt ihr machen. Können wir dann übermorgen bei dir theoretisch auch schlafen? Also morgen Abend auf übermorgen? Das können wir machen, ja. Echt jetzt? Ja, das können wir machen. Ist wirklich so, cool oder ist so, ein okay, weil du musst? Ja, ich hab ein eigenes Haus. Also. Ach so, na danke. Wir werden dir eine richtig fette Party machen. Seit sind die alleine? Nee, warum bist du alleine im Haus? Meine Eltern haben auch ein Grundstück, so zwei Häuser und ich habe so eine kleine, wo ich drüber wohne. Geil, Digga. Oha. Schick dir gleich die Adresse rüber. Ja, geile Sache. Okay, dann sehen wir uns heute Abend. Ja, bis heute Abend. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Oh, das ist eine geile Sau. Ich mag ihn. Wir haben so Glück. Warum haben die alle Häuser? Ich schwöre, ich war was falsch. Ja, das stimmt. Alle haben Häuser. Digga, ich bin echt gespannt, wenn wir da ankommen. Er hat ein Haus neben dem Grundstück von seinen Eltern. Das stand jetzt 11.39 Uhr. Da ist Tim seine Adresse. Wir werden einfach sitzen. Bruder, wir sitzen. Es hat aufgehört zu regnen. Woo! Wir werden trotzdem noch in der Regenfront reinkommen zu 99%. Also es würde mich wundern, wenn nicht. So oder so fahren wir jetzt straight up durch nach Düsseldorf. Wir waren ja gestern in Dortmund, haben ja schon Haken hintergemacht. Und wir treffen uns jetzt auf dem Weg nach Düsseldorf noch mit den Ärzten, die gestern dabei waren. Also in der letzten Folge, die wir getroffen haben, also mit einem davon. Ja, voll dabei. Wird ein geisteskranker Tag. Wir werden viel erleben. Wir haben gerade noch Pfand weggebracht, haben 1,75 € haben wir bekommen. Die hat Steve jetzt geearnt. Heißt, wir sind jetzt stabil dabei, was Geld angeht, ne? Wir haben jetzt 7 oder 8 Euro. Ja, Geld läuft gut. Die Zuschauer von Per, der liebe Kevin, hat mein Kennzeichen festgemacht, wo wir noch schön gefrühstückt haben. Ist der einfach rausgegangen, ohne dass wir was gesagt haben, und hat mein verdammtes Kennzeichen festgemacht. Was ist er für eine geile Sau? Fahren wir hier trotzdem durch? Komm, drauf. Kann sein, dass wir jetzt hier nicht mehr durchkommen und wenden müssen, wa? Also Navi sagt straight up hier durch. Pass auf, wir können Pferde sein. Ich will den Pferdis keine Angst machen, wenn die welche sein sollen. Ich glaube nicht, dass jetzt jemand reiten geht bei so einem Wetter. Außer auf mir. Oh, da ist noch ein Schild mit Stopp. Wollen wir da durchfahren? Nee, wir fahren hier rechts, Über den Gehweg? Ja. Alles normal bei uns. Hab ich ja schon in Thüringen gemacht. Wir kennen den ganzen Spaß schon. Wir sind in irgendeine Sackgasse reingefahren und haben keinen Bock zu wenden. In der Baustelle sind wir jetzt. Wir fahren jetzt die ganze Baustelle entlang, obwohl man hier nicht langfahren darf. Oh Scheiße, jetzt kracht's.
Jetzt kracht's komplett. Da vorne sind Fettkühe. Okay, wir sind jetzt gerade echt auf dem Abenteuer hier. Es regnet aktuell Gesamtdeutschland nur hier. Es regnet nur in Dortmund. Es regnet... Oh, scheiße, jetzt kracht's. Jetzt kracht's. Hä? Da ist jemand drin. Da ist jemand drin. Ja, aber der fährt weg, oder? Man, hätte ich eine Enduro, würde ich einfach über den Rasen knallen jetzt. Über den Acker knallen, wirklich? Nee, wir wenden. Bruder, da kann sein, dass du gleich eine Ansage kriegst von dem Typen im Auto vor. Nee, ich fahr weg, alles gut. Ja, alles gut, der ist ganz lieb. Wir fahren jetzt auf die Autobahn. Die Autobahn und unsere Rucksäcke drücken irgendwie total. Ich weiß nicht ganz warum. Richtig. Mein Rucksack scheppert auch richtig in meinen Rücken rein. Das war die letzten Tage nicht so. Und in die Schultern, finde ich, ja, bei mir. Bei Steve auch. Ich weiß nicht warum. Ob wir den jetzt scheiße neu gepackt haben oder woran das liegt. Keine Ahnung. Bei uns gibt es kein Aufgeben. Uns kann man nicht sprechen. Egal, ob es regnet, schneit. Lutsch meine Arme. Es gibt nur Plan A. Es gibt nur Plan A. So nämlich. Man kann uns nicht sprechen. Komm, gib uns mehr Regen. Nein, sag das nicht. Bitte sag das nicht. Gib uns nicht mehr Regen. Bitte nicht. Bitte kein Regen. Komm, gib uns noch mehr Sonne. Gib uns noch mehr Sonne. Was denn? Als ob mich Sonne beeindruckt. Verstehst du? Brech mich, wenn du mir Sonne gibst. Probierst du mit der Sonne mich zu brechen. Ah, los, versuch's doch. Wir fahren jetzt 37 Kilometer. Dann sind wir schon da? 24 Minuten laut Navi. Dann treffen wir unseren Kollegen und dann fahren wir von da aus nach Düsseldorf weiter. Wir müssen unbedingt die Bikes voll tanken. Wir haben beide fast leeren Tank jetzt. Aber da, wo wir anhalten, ist eine Tankstelle. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock jetzt nochmal irgendwo anzuhalten. Wir tanken einfach da. Ist zwar arschteuer, aber müssen wir mit leben. Wir fahren gerade volle Kanne in den Regen. Aber komplette Rino. Digga, das da, also. Ja, wir fahren, ich sag echt, ich glaube, dann sind die Malediven. Da hätten es richtig schön 30 Grad, Digga, sehe ich da vor mir. Junge, wir werden jetzt so doll nass. Ja, also jetzt ist Ende. Guck dir mal bitte diese gottlos dunkle Wolke da vorne an. Ja, die ja. Die ist so dunkel. Die ist so dunkel. Ich bin Arsch, so dunkel ist die. Boah, ich hab keinen Bock mehr. Aber da rechts, Alter, Vater, guck mal da rechts bitte. Und die zieht rüber. Alter. Ja, rechts ist echt. Alter. Ja. Das Tank gehört dazu. Es gibt nur Plan A. Es gibt nur Plan A! Bin ich der Holly-Jesus oder was? Meine Mutter hat doch einen richtigen Mann erzogen, ey! So! Ja, mein Vater würde sich am Grab umdrehen, wenn er wirklich das Ding abbreche wegen mir. Ja, so nämlich! Das ist das Mindset, was wir brauchen, verstehst du das? Alter, da hinten, guck mal hinten rechts. Alter! Hab ich doch gesagt, Digga, ja. Da hinten ist. Da hinten ist Weltuntergang bei den Bergen. Oh, jetzt fängt an. Alter, oh, zum Glück. Ah, du Scheiße. Digga, es fängt genau jetzt an. Was ist das denn? Aber gottlos. Es ist gottloser Regen. Es ist richtig viel. Ist hier, Digga, was? Ach, Scheiße. Hier ist doch keine Tankstelle. Ich hab einen Balken. Ey. Ich kann das alles nicht mehr. Das ist ein Spielplatz. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Schön, dass wir hier auch jetzt sind. Digga, es regnet in ganz Deutschland nicht. In ganz Deutschland regnet es nicht, außer hier. Was ist das denn? Junge. Okay, akzeptiert. Wir fahren jetzt los. Wir fahren ganz kurz zu ihm. Und dann fahren wir von da aus weiter nach Düsseldorf. Es dauert jetzt eine Stunde. Laut Navi. Eine Stunde. Und in Düsseldorf habe ich jetzt schon in meiner Story gepostet, wo wir uns wie treffen. Oder wo wir sind. Wo wir sind, habe ich gepostet. Mal gucken, ob da ein paar Leute von euch hinkommen oder nicht. Das wird echt interessant. So oder so haben wir den Regen jetzt ein bisschen abgepasst. Wir hoffen, dass wir nicht wieder in die nächste Unwetterfront kommen. Und machen einfach Meter. Wir müssen vorankommen. Vorankommen. Ne. Mein Bruder muss vorankommen. Perfekt. Alles komplett. Digga, oh, aber jetzt sieht man es richtig. Weil ja. Vorne ist nass. Das habe ich jetzt, erst. Richtiges Streifenhörchen. Alter. Boah, crazy. Du siehst auch nass. Du siehst bei ihr auch hier unter der Hose. An der Wade siehst du auch, wie nass sie ist. Also dort, als wir hingefahren sind, hat richtig angefangen. Junge, ich kenne keine Frau, die jetzt nicht rumheulen würde, dass sie nass ist. Das ist verrückt. Ja, wirklich krass. Ja, wir fahren auch wohin? Hier. Willst du doch Autobahn? Ja, weil da steht unten, das ist eigentlich gesperrt für normale.
Mann, Digga, ich könnte so ausrasten, dass wir so ein Pech haben. Wir fahren wieder in den größten Regen. Ach, du Scheiße. Oh, Mann. Elias, wo bringst du uns hin? Wo bringst du uns hin? Jetzt sind wir komplett nass. Das war's. Aber meine Schuhe sind noch gut, Leute. Mir wird jetzt schon kalt. Das heißt, Peter Frankfurt wird crazy. Hab mal ein paar Eier. Zeig mal Eier. Ich sag, wir trocknen. Ich sag, jetzt ist hier kalt. Aber wenn später die Sonne rauskommt, wirst du richtig trocken. Nein. Ich akzeptiere einfach, dass ich bis Frankfurt frieren muss. Ich akzeptiere es. Nee, das glaube ich nicht. Ich lasse mal ganz kurz meine Freundin hier runter, dann fahren wir kurz hoch zur Garage. Ich muss wieder stehen. Hier im Regen stehen. Wir sehen uns gleich wieder. Wir fahren zurück, sofort. Steve, dein Kennzeichen ist ab. Wollen wir unsere Rucksäcke kurz hier lassen? Nein. Keine Zeit. Bruder, lass sie kurz hier. Ich nehme meinen jetzt mit, ich setze ihn jetzt nicht extra. Bruder, wir müssen ihn doch sowieso festmachen, das Kennzeichen hier. Hä, wie konnte das denn abfliegen? Wie geht das denn, Digga? Vor allem das Kennzeichen nicht mehr, der Halter, das Kennzeichen ist weg. Wir werden es nicht mehr wiederfinden. Es gibt keine andere Option. Das ist tatsächlich der einzige Grund, warum der Trip enden kann. Herr, bist du noch da? Ja, ich suche dein Kennzeichen. Ich glaube, es ist auf der Autobahn abgefallen, Digga. Komm, schnelle Fahrt da umdrehen. Hör mich noch? Ja, wir hören dich. Das Gute ist, dass wir weiter. Wenn es eine Rasse da war, dann müssen wir es eigentlich finden. Ja, aber wenn es auf der Autobahn liegt, Digga, ich kann nicht einfach auf die sprinten. Weißt du, was ich meine? Doch, Wallabila, ich mach das. Digga, mein verdammtes Kennzeichen fliegt ab. Aber wie geht denn das, dass es einfach abfliegt komplett, Digga? Weiß ich nicht. Wir werden es nicht mehr wiederfinden. Dann hör mal auf, so pessimistisch zu sein. Ich muss halt auch hoffen, dass das Kennzeichen nicht vollständig demoliert ist, wa? Solange es minimal lesbar ist, ist alles gut. Bro, du fährst jetzt auf jeden Fall nie wieder hinter mir. Egal, also ob wir es finden oder nicht. Ja, Bruder, wenn wir es nicht finden, dann ist es vorbei. Dann muss ich mir einfach lassen, was ich mache. Dann fährst du weiter. Und wenn ich die Polizei dich anhält, sagst du, oh, habe ich dich gemerkt. Dann kann der wieder auf Zeichen. Ja, ich würde auch sagen, du fährst weiter. Bruder, ich kann nicht durch ganz Deutschland ohne Kennzeichen fahren. Doch, kannst du. Digga, mein verdammtes Kennzeichen ist weg. Ist das geil? Ist das krank? Irgendwo in NRW in Hagen oder bei Hagen, du kommst aus Berlin. Also. Da liegt einfach irgendwo ein B-Kennzeichen auf der Aber wie ist es abgebrochen? Ich check nicht, wie das passiert sein soll. Weil es ist ja an zwei Schrauben voll fest, also fest. Vor allem ist das Problem, ich muss dann in Berlin das Kennzeichen als gestohlen melden. Ah, super. Ja, ich seid sicher, 100% noch dran war, wo ihr an der. Ja, 100%. Er wäre losgefahren und das Kennzeichen hätte nicht gehangen, wäre ihm das aufgefallen. 1 Million% war es da noch dran. Du hast doch eine Kamera. Wir müssen es gleich bei der Kamera mal checken, Bro. Erstmal fahren wir jetzt alles ab, bevor wir es checken. Ich bin mir 100% sicher, dass es noch dran war. 99%. Geh nach rechts. So, warte. Wo? Ja, doch, genau. Rechts, ja. Das ist. Ja! Ja! Sammel es ein! Bitte! Ja, bitte, es ist doch ganz bitte! Ja. Zeig sie! Ja! Komm, wir drehen um. Ja. So viel Glück haben wir nicht. Zeig mal! Ja! Sogar der Engelfahrer feiert das hier. Ja, LS3. Komm rein. Digga, die freuen sich richtig mit. Geil. Ja. Jetzt komm rein. Digga, ja, wir haben's gefunden. Digga, ist das, Digga, das hat niemand erzählt. Digga, aber ich weiß immer noch nicht, wie das passiert sein kann. Da sind zwei Schrauben, die das komplett befestigen. Und die waren auch richtig fest, die Schrauben. Richtig, wir haben es ja gestern gesehen. Aber das Ding ist, dass sich eine Schraube löst, okay, aber es haben sich beide rausvibriert, beide. Digga, aber das Kennzeichen sah doch okay aus, oder? Ja, fahr vor, ich zeig's dir gleich. Das Kennzeichen sieht super aus, sieht aus wie neu. Dieser Trip, Steve. Wir verlieren in Hagen neben Dortmund das B-Kennzeichen aus Berlin und finden es einfach wieder. Ich fliege gerade so ab und ich denke mir so, da liegt was. Jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern, das Kennzeichen ranzubekommen. Das kriegen wir irgendwie hin. Ja, Digga, ich habe Pech. Wenn, oder mit Kabelbindern. Komm mal mit. Jetzt schwöre ich, werde auch wirklich weiter. Es gibt nur Plan A. Ich habe gerade eine Ampel hier vorne. Da hat Steve schon so die Leere geguckt, er so, scheiße, der Trip ist vorbei. Digga, für mich war nur eine Sache, Kennzeichen wiederfinden. Es gab keinen anderen Weg. Ich war direkt, du hast gesagt, Steves Kennzeichen wieder. Ich habe versucht, die Kamera anzumachen, ging nicht wegen Akku, da habe ich Kamera angemacht und gesagt, so, jetzt ist es vorbei, wir suchen es jetzt. Ja. Motorfirma schnell auf dem Motorrad, dass ich überhaupt meinen Helm habe. Ja, wirklich. Der war schon vorne am Haupt, dann am Haupt, Alter.
geil. Wir haben die ganze Zeit so Glück im Unglück, würde ich sagen, haben wir die ganze Zeit. Doch wirklich Glück, dass ich auf Autobahn war, ne? Digga, wenn das noch das Auto da abgefallen ist. Da abgefallen ist. Wir sind da nicht schnell gefahren, gar nichts. Da sind keine Bodenhucke gewesen, nichts. Wäre es auf der Autobahn gewesen, wären wir richtig am Arsch gewesen. Da wäre vorbei. Ja, hätten wir wirklich eine Stunde da stehen müssen und wirklich darauf warten müssen, bis eine perfekte Lücke mal bis wieder raufsprinten können. Und das ist lebensmüde. Auf einer vollbefahrenen Autobahn raufsprinten ist lebensmüde, aber wir hätten es machen müssen. Diese Stories kannst du, wenn ich das nicht auf Kamera hätte, würde uns die Scheiße hier niemand glauben. Guck mal, pass auf, ich zeig's jetzt mal. Ja, da haben wir Kenntnisse verloren gehabt. Hier. Das sagt bei Markus auf der Straße. Ich sag Kabelbinder sogar sicherer als Schrauben in dem Fall jetzt. Aber es sieht ja, auf jeden Fall aus. Wir machen Kabelbinder rum, 5 Stück oder so. Schrauben, scheiß auf Schrauben, weil Schrauben können wir nicht mal vertrauen bei deinem Kennzeichen. Die Schrauben fliegen ab mitten auf dem Trip. Die hier fliegen ab und jetzt fliegen die hier noch ab. Ja eben, es war auch fest. Es war, gestern haben wir geguckt, wir haben ja da sogar dran rumgewackelt und so, es war so fest. Okay, also wir müssen eigentlich jetzt schon eine halbe Stunde da sein, aber es ist egal. Oh, ich habe gar keinen ersten Gang drin. Und wir gehen jetzt erstmal noch tanken. Steve, sein Kennzeichen ist jetzt wieder befestigt. Steve, fahr mal neben mich, komm mal her. Guck mal, der Push geht weiter. Ja, wir haben da jeweils auf jeder Seite 4 Kabelbinder jetzt einfach drum gekloppt und hinten nochmal die 4 Kabelbinder mit 2 extra Kabelbindern befestigt. Also dieses Kennzeichen bewegt sich jetzt nirgendwo mehr hin. Der bleibt da, wo es ist. Und jetzt fahren wir noch schnell tanken und dann müssen wir nach Düsseldorf ganz schnell, aber. Wenn das abfliegt, ich schwöre, dann suche ich es nicht mehr. Dann leck mich. Da ist sie, die Tankstelle. Das ist eine ganz komische Tankstelle, muss ich sagen. Irgendwie. Ja, die ist echt komisch, aber die ist echt günstig und gut. Ja, okay, gut. Hallo. Einmal die 1 bitte mit Karte. Die 1. Ja. Aber es sind, also man muss halt sagen, was sind das hier für eine Scheiße? Alter, ich fall gleich nach vorne über den Lenker. Was muss man sagen? Warte gleich. Er nimmt uns Gottlos die Vorfahrt einfach. Juckt ihn auch einfach gar nicht. Ja, bedankt ist bitte. Ah, okay, dann ist gut. Er darf. Wobei er sich bedankt hat, ist alles gut, ne? Ja, genau. Dann, okay. Fast. Bei Fermi habe ich mir auch gesagt, wenn mich jemand fast umbringt und sich dann bei mir entschuldigt, ist mir das vollkommen egal. Ja, fühle ich, Digga. Ich habe mich aber fast so lange wieder ignorant werden, dann nicht. Da macht es sich sauer, aber wenn ich fast sterbe und der entschuldigt sich, Digga, dann ist es mir so egal, ob er mich fast umgebracht hat. Man muss halt sagen, wir fahren zwar quer durch Deutschland, aber es sind halt auch nur in Anführungszeichen 2000 Kilometer. Ne? Also das ist, 2000 Kilometer sind trotzdem viel, aber es ist jetzt nicht so geisteskrank. Ne? Deswegen, oh, der ist sogar rot gefahren, der LKW. Aber nicht nur ein bisschen. Oh nein, ey. Nö. Ah, hebt die Schere, Männers. Sah so gut aus. Na, Bärm, hast du. Und? Freust du dich, dass du den Blatt-Pulli angezogen hast? Ja, danke. Danke, ich bin sehr froh, ihn angezogen zu haben. Wie kann es denn sein, dass wir immer von super Wetter. Oh nee, das ist schon die nächste Regenfront hier schon wieder. Oh nein! Ey Digga, wir werden so nass! Oh Mann! Das kann doch nicht sein! Wie weit fahren wir jetzt? Wir fahren jetzt 16 Kilometer zur nächsten Ausfahrt, 63 Kilometer insgesamt, 50 Minuten. Alter, ist das Dollarregen! Geil! Ja, Mann! Ja, komm, leck mich! Ja, leck mich am Arsch! Fick dich, du Scheiße, das tut weh! Digga, es tut durch den Pullover durch weh! Meine Knie werden so zerstochen, ne? Ich kann nicht mehr, ich kann das alles nicht mehr. Hauptsache meine scheiß Füße bleiben trocken. Es kann tatsächlich sein, dass wir, wenn wir Pech haben, Per, in Düsseldorf Klamottenwechsel machen müssen. Ich habe keine anderen Klamotten, das Einzige, was wechseln kann, ist ein T-Shirt und mein jetziges T-Shirt ist so ein Stoff, der wird innerhalb von 2 Sekunden trocken. Ja, T-Shirt muss ich auch nicht wechseln, mein Stoff ist so dünn. Ey, was ist denn das hier? Hallo? Okay, das ist jetzt richtig scheiße, ich will nicht, wir müssen, lass uns mal bitte ganz rechts rüber gehen gleich. Ich werde hier nur nasser zwischen den Autos überall. Wollen wir hier vor den LKW, hinter die LKWs oder zwischen? Ab. Nee, Digga, du musst hinter dem LKW genau. Hallo! Schwamme! Oh, ist krass! Wollen wir hier anhalten? Und das hier, meine Freunde, ist kein von mir inszenierter Cliffhanger, sondern an der Stelle sind jegliche GoPro-Dateien kaputt gegangen, die danach entstanden sind, aufgrund des Starkregens, in dem wir uns befunden haben. Nicht nur die Stelle, die ihr gesehen habt, ist passiert, sondern danach ist der Regen so doll geworden, dass selbst die LKWs auf der Autobahn mit 40 km/h gefahren sind und Wellen geschlagen haben.
Und an dem heutigen Tag wollen wir noch bis nach Düsseldorf, von Düsseldorf aus über Köln nach Frankfurt am Main. Wie sollen wir das mit durchnässten Klamotten nur schaffen? Zwei kleine Äffchen fahren heute Motorrad. 7 Tage, 7 Städte, wer kommt denn auf sowas? Ohne Essen, ohne Trinken, Schnäuzen, nur paar Würen? Kein Platz zum Schlafen, dort schauen sich hier in Würen. Frische gibt's am Boden, Brötchen, Salami werden reingeschoben. Bis nicht hungern, Essen kommt dir zugeflogen.